Passt ein ganzer Handwerksbetrieb, eine Fleischerei oder eine Kfz-Werkstatt in ein Auto? Ja, das geht tatsächlich. Und nicht erst seit heute, denn die Idee, handwerkliche Leistungen und Produkte mobil zum Kunden zu bringen, ist nicht neu, wie zwei handwerkliche Beispiele zeigen. Dickenschied mitten im Hunsrück. Seit 75 Jahren geht es hier für die Fleischerei Jacobi um die Wurst. 18 Mitarbeiter haben einen Versorgungsauftrag. Täglich sind sie in der Produktion wie auch am Tresen für ihre 1200 Stammkunden da. Die meisten kommen aus den umliegenden Ortschaften. Doch nicht alle können oder wollen sich auf den Weg nach Dickenschied machen. Also rollt die Wurst zum Kunden und das nicht erst seit heute. Erinnerungen. Die Schwiegereltern haben 1933 angefangen, haben die Dörfer mit Fahrrad beliefert rundum. Schwiegervater ist später in den Krieg. Und die Schwiegermutter hat selbst geschlachtet und gewurstelt und hat dann auch später ein Auto gekauft, ein Opel P4, war der erste hier im Ort. Sie hat dann mit diesem Wagen die Wurst weggefahren und Fleisch weggefahren. Da war meine Frau schon mit unterwegs, war als Kind, ist sie mitgefahren auf die Dörfer. Entweder ist sie dort in den Kindergarten, Kinderhorst gegangen, solange die Schwiegermutter im Ort war, oder sie ist im Auto sitzen geblieben. Mit dem Weg zum Kunden wurde bereits in Kriegszeiten eine Richtung eingeschlagen, die bis zum heutigen Tag mit Treue zum Unternehmen belohnt wird. Und in der Kriegszeit, da gab es ja die Essenmagen und dann hat die den Leuten immer noch ein bisschen Wurst verkauft oder verschenkt. Da war die, so hoch war die da. Die Kundschaft hat immer gesagt, die Anna, die hat uns im Krieg bedient und da bleiben wir auch bei der. Und die Kundschaft guckt, ist heute noch dankbar dafür, muss ich sagen. Dankbar ist die Kundschaft auch für den rollenden Verkaufsstand, der sich fast täglich seinen Weg durch die Dörfer bahnt. Mit Sieglinde Bonn ist dabei ein Urgestein an Bord. Seit 28 Jahren bin ich in der Firma Jacobi. Hab mit einem halben Tag angefangen und daraus wurde mehr. Jetzt ist es eine ganze Woche und sind schon 28 Jahre rum. Ist wie in der Familie drin, auch mit meinem Kollege, haben ein gutes Verhältnis alle zusammen. Was will man mehr? Man ist froh, dass man kann arbeiten gehen und es macht auch hier sehr viel Spaß. Zur gleichen Zeit unterwegs auf der A61. Hier ist Kfz-Elektriker Thomas Schütz mit seinem Pannenservice im Einsatz und hilft Liegengebliebenen. Jeder Fall ist anders und Stammkunden gibt es keine. Das unterscheidet seinen Job grundsätzlich von dem der rollenden Fleischer. Ja, also man kann schon größtenteils sagen, viele Kundschaft kommt auch schon an das Auto, mach wie immer. So, und dann schneidet man nochmal alles, wie sie das jede Woche holen. Man kennt sich. Die Kunden das Angebot, die Fleischer jedes Gesicht vor dem Wagen. So wird der Verkaufsstand für einige Minuten zum Treffpunkt, das ganz persönliche Geburtstagsgeschenk eingeschlossen. Und auch wenn das Auto kleiner ist als der Verkauf im Stammhaus, verzichten muss hier niemand auf seine Lieblingswurst. Darüber hinaus erfüllen die Handwerker einen weiteren ganz wichtigen Versorgungsauftrag. Sie sind der rollende Nachrichtendienst. Hier tauscht man sich aus. Sag mal, hier am Dorfwagen kommt das immer so vor, dass die Leute sich dann treffen und dann wird über dies und jenes noch geschwätzt oder ein bisschen über die Nachbarschaft oder was so war. Früher war es am Backhaus oder Backes, wie wir hier sagen. Und das ist ja alles weggefallen. Heute gibt es ja nur noch dann rollende Bäckerwagen oder Metzgerwagen oder ein bisschen mit Lebensmitteln. Und das gehört halt hier zum Dorf dazu. Ich habe hier überwiegend mit Frauen zu tun gehabt. Und die wussten dann meistens, wussten die Neuigkeiten und haben mir dann erzählt. Und neue Witze vor allen Dingen. Das war immer schön, richtige, saftige Witze erzählt. Man bekommt viel Neues erzählt, vor allen Dingen der ganze Dorftratsch. Wer heiratet, wer gestorben ist, wo ein Kind zur Welt kommt. Das kriegt man hier alles zu hören. Und behält es für sich. Zuhören, manchmal einen guten Rat geben, ansonsten schweigen. Das gehört zum Alltag wie der Verkauf und der Weg übers Land. Zuhören, manchmal trösten und ansonsten beherzt anpacken. Das bestimmt den Alltag von Pannenhelfer Thomas Schütz und seinen Mitarbeitern. Wenn sie gerufen werden, muss es schnell gehen, denn die meisten Kunden stehen am Rand einer befahrenen Autobahn, wahrlich kein Ort der Entspannung.
Ungefährlich ist der Job nicht, auch wenn die meisten Handgriffe bei der Pannenhilfe nach Jahren Routine sind. Weit weg von Routine ist allerdings die Arbeit der Abschlepper, wenn sie zu schweren Verkehrsunfällen gerufen werden. Wie die Handwerker mit persönlichen Schicksalsschlägen umgehen, die sich in Sekundenbruchteilen auf der Straße ergeben, darum geht es in der nächsten Woche bei HWK-TV. Einen ganz heißen Tipp für diese Woche habe ich noch. Am Donnerstag und Freitag um jeweils 18 Uhr können Sie in der Kulturhalle in Ochtendung beim Tanzprojekt Emotion dabei sein. Die Rheinische Philharmonie spielt Jugendliche tanzen. Genießen Sie diese beeindruckenden Bilder von den Proben.